Once again, back is the incredible. Komm, einen machen wir noch. Ohne Rücken! Ohne Rücken wie Wirbellose. Guck, wie ich ganz allein in einem Viertel pose. Ohne Rücken wie Wirbellose. Da wird dich der Bart gekämmt, du halbes Hemd. Du kriegst ein Bodycheck wie bei Rocky 6. Und das nur, weil du auf ein Beat von OC flexst. Okay, OZ ist der Produzent von Shindy, wissen wir, gegen wen die Zeile geht. Einstieg top. Das ist bis jetzt von den drei Tracks, die ich bis jetzt gehört habe, also heute in dem Stream, direkt der beste, sag ich dir jetzt schon. Check. Auch da klingt deine Voice irgendwie komplett, es passt. Du kriegst ein Bodycheck wie bei Rocky 6. Und das nur, wenn du auf ein Beat von OZ flexst. Butterfly bei, schick deine ganzen Männer. Bin ich Favorite, doch ein geisteskranker Rapper. Wieso ich kein Deutsch Rapper? Ich bin ein okay. Ich bin nicht Favorite, doch ein geisteskranker Rapper. Ich will das Thema jetzt nicht wieder aufmachen oder dazu was sagen, ob das jetzt verwerflich ist, so eine Zeile mit zwei Punkten zu bewerten. Und eigentlich sollte man ja Mitleid mit sowas haben oder ihm helfen oder so, ist alles auch irgendwie richtig. Die Leute, die die Geschichte von mir und Favorite nicht kennen, bitte informiert euch, bevor ihr jetzt irgendeine Scheiße hier drunter schreibt. Ich gebe für die Zeile zwei Punkte, Digga. Und das nur, weil du auf ein Beat von OZ flexst. Butterfly bei, schick deine ganzen Männer. Bin ich Favorite, doch ein geisteskranker Rapper. Wieso ich kein Deutschrap höre? Ich bin ehrlich zu den Kids. Ich höre keine Songs von Menschen, die ärmer sind als ich. Heute werden... Ich bin ehrlich zu den Kids. Ich höre, das ist, bis jetzt auf jeden Fall, das könnte, also das gefällt mir. Das ist der Farid, den ich irgendwie die ganze Zeit vermisse. Ich bin ehrlich zu den Kids. Ich höre keine Songs von Menschen, die ärmer sind als ich. Heute werden sie gefickt, weil ich hart zu box. Ich begrüße hart zum J mit nem Schlag zum Kopf. Das ist aber so ein Diss, der ist so... Ja, okay, er schlägt, er ist... Also die ganzen Disses, die meisten Disses von ihm bestehen eigentlich nur daraus, Gewalt anzuwenden gegenüber den Leuten. So, ne? Mir fehlt aber mehr so der Angle, sowas wie Favorite oder so, wobei es jetzt nicht so ein Diss war, aber das ist viel einfacher zu sagen, ja, okay, er sticht den tot, er macht das, da mit der Color start das, A zum J kriegt einen Schlag zum Kopf und so, ja. Ja. Ich weiß, viele feiern das, aber mir fehlt da irgendwie was. Weil ich hart zu box, ich begrüße hart zum Job mit nem Schlag zum Kopf. Nico Santos holt im Fernsehshows. Ich mach deiner Mutter ihren ersten Sohn. In alter Bohm, du siehst mich im U. Was ist denn das für eine Zeile? Ich mach deiner Mutter ihren ersten Sohn. Das ist eigentlich, das gibt auf jeden Fall einen Punkt, Digga. Ich überlege, ob das sogar fast zwei sind, Digga. Nee, nicht ganz, aber das ist schon auf jeden Fall gut. Weil das einfach impliziert, das ist eine schöne umgangssprachliche Art und Weise zu sagen, oder eine umgangssprachliche vor allem, ja. Es ist eine schöne Umschreibung, um zu sagen, dass er seine Futter mickt. Und es ist halt eine schöne Degradierung in Bezug auf Nico Santos, um zu sagen, ey, du bist halt kein Mann. So, ne? Ich mach deiner Mutter ihren ersten Sohn, das ist schon, ist schon gut. Was hat er jetzt gegen Nico Santos? Ich weiß nicht. Es sind keine zwei Punkte, es ist ein Punkt. Es ist so eine 1,4. So, ne? Ist schon... ja. Ach, Nico Santos ist adoptiert, oder was? Ey, es werden wieder Fütter genickt. Gönnt euch einen Schluck hier von meinem Holy Energy, von meinem Partner. Zweiter Link in der Beschreibung. Checkt sie gerne aus. Isotonische Drinks mit Kokoswasser. 100% vegan. Elektrolyt, alles geil, Digga. Checkt es gerne mal aus. Das ist wirklich Killer. Also ich glaube nicht, dass er... Ah, Nico Santos macht Hooks für Shindy. Ach so, deswegen Disdain, aber okay. Ich höre keine Songs von Menschen, die ärmer sind als ich. Heute werden sie gefickt, weil ich hart zu box. Ich begrüße A zum J mit nem Schlag zum Kopf. Nico Santos holt im Fernsehshows. Ich mach deiner Mutter ihren ersten Sohn. In alter Bohm, du siehst mich im Urus cruisen, denn ich hab Riesenabsätze wie UFO-Schuhe. Ja, Kelp! Das ist auch eine gute Line, Digga. Ich habe gerade erst überlegt, was für UFOs. UFOs, Riesen? Bis ich gerafft habe, er meint den Rapper-UFO. Ich habe Riesenabsätze wie UFOs Schuhe.
Das ist auch keine ganz klare Zwei-Punkte-Zeile. Das ist so eine 1-6, 1-7. Aber da runden wir jetzt mal auf. Also in Kombination mit der ersten Sohn-Line und so, kann man da jetzt schon mal zwei Punkte für geben. Flerkel, du bist ja nicht der Flerkel, oder? Du musst mich doch hassen. Also Flerkel, wer auch immer du bist, muchos gracias für den Support, Digga. Kuss geht raus. Wer ist denn Flerkel? Verwechsel ich dich gerade? Wer war denn Flerkel? Du warst ja gar nicht der Kumpel von Flair. Wer warst du denn nochmal? Egal. Danke dir für den Support. Danke an alle, die sich die Box vorbestellen. Wenn ich diese Steilvorlage schon bekomme bei Lovely Friendos, ihr auf Twitch, ihr müsst da jetzt immer mal wieder durch, ne? Ihr auf YouTube, wichtige Information, ihr könnt ab jetzt draufgehen, hier auf diesen wundervollen Link, ganz oben in der Beschreibung, meine kommende Albumbox vorbestellen. Die hat den Namen Incredible und das Ganze nicht ohne Grund, es ist wirklich incredible, was auf dieser Box passiert, Alter. Das ist ein ganz, ganz großer Moment für mich und bei der ganzen Liebe, die ich von euch bekomme, über die letzten Jahre, ne, das ist schon sehr, sehr krass und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich will nicht so die Attitude an den Tag legen, irgendwie den Hals nicht voll zu bekommen, aber jetzt muss wirklich diese extra Schippe Support an den Start kommen. Das wäre wirklich gottlos lieb von euch, Alter, wenn ihr mich da supporten würdet. Thanks a lot für alle, die schon bestellt haben. Rein da, oberster Link, es wird crazy. Wir gehen auch bald mit der ersten Videoauskopplung an den Start. Es kommen peu à peu noch ein paar Informationen raus. Gönnt euch die Box. Danke in dem Fall an Flerkel, dass du es getan hast und dir im Chat geschrieben hast. Und danke auch an die ganzen Leute auf Instagram. Thanks a lot, my lovely Brandos. Auf einmal hast du Friends with Money. Ich hab riesen Absätze wie UFO-Schuhe. Ja, Kelp. Auf einmal hast du Friends with Money. Dein Gangster-Abi kauft sich von deinem Geld ne Harley. Nimmt den Bentley gratis und du Hund gibst das Cash. Zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt. Mensch. Wen meint er damit? Er kauft sich von dem Friends with Money, auch Shindy, klar, kauft sich von dem Geld eine Harley und noch ein Auto und... Gratis und du Hund gibst Money, dein Gangster-Abi kauft sich von deinem Geld eine Harley, nimmt den Bentley gratis und du Hund gibst das Cash, zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt, Menschen tötet. Zeig mir einen, das check ich wieder nicht, zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt. Wen meint er da jetzt? Weil Farid ist ja kein Newcomer. Und du Hund gibst das Cash, zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt. Menschen töten ist ne große Sünde. Bist du lieber Leiche oder Todesschütze? Menschen töten ist und du Hund gibst das Cash, zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt. Was denn also manchmal? Ach so. Wisst ihr, wie ich das so... Ja, okay, sorry, ich ist halt manchmal, ich ist im Moment einfach ein bisschen viel, ich bin nicht so ganz ausgeschlafen, nicht so ganz wach, das müsst ihr mir einfach verzeihen. Ich hab's verstanden, es gibt keinen Newcomer, der, ja, ich hab's verstanden. Bentley gratis und du Hund gibst das Cash, zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt. Aber man könnte es auch wirklich so auslegen, als würde Farid Bang sich hier selber als Newcomer definieren, ne? Also, wenn man wüsste, dass er, also wenn man nicht wüsste, dass er kein Newcomer ist, ne? Was? Okay, komm, tretet auf mich ein, ich gönne euch den Moment. Komm, tretet drauf. Komm, erklärt's mir, macht euch lustig über mich, ist okay. Geht voll drauf, komm. Menschen töten ist ne große Sünde. Ich zeig mir einen deutschen Newcomer, der Hungriger rappt. Menschen töten ist ne große Sünde. Bist du lieber Leiche oder Todesschütze? Viele. Also seine ganzen Titel, er kann da ja wirklich bei Gott überhaupt nichts dafür, ne? Aber in der aktuellen Zeit so, ne? Und ich weiß, es ist immer Krieg überall und so, das ist aber wirklich so, ist vielleicht für so Texte nicht der allerbeste Zeitpunkt. Wollen sich mit meiner Krone schmücken, der einzige Gangster-Rapper ohne Rücken. Der einzige ohne Rücken und der Grund, warum sich andere einholen müssen. Das ist geil. Das ist aber auch dieses Bang-Bang-Attitude. Der einzige Rapper ohne Rücken und der Grund, warum sich andere einholen müssen. Bang-Bang, das geht ab. Der einzige ohne Rücken und der Grund, warum sich andere einholen müssen. Securities in roten Pfützen, jetzt bist du und auch ein Rapper ohne Rücken. Securities in roten Pfützen, jetzt bist du Hund, auch ein Rapper ohne Rücken.
Und er ist ein kleiner Kerl, Boot und 14. Jetzt bist du und auch ein Rapper ohne Rücken. Monet ist ein kleiner Kerl, Bim, Gucci, Hemd, Nina, Chuba und Art sind nur Industry Plans. Shindy, ich geh bei dem Hurensohn so weit und es bringt ihn auf die Palme wie Uber in Dubai. Du rufst. Oh, jetzt hab ich sie gecheckt. Das sind so Zeilen, da gebe ich mit Fug und Rettige, da gebe ich Easy Gong 2 Punkte für. Ich habe es überlegt, Digga, aber geil, Alter. Das ist eine geile Zeile, weil Dubai von oben aussieht wie so eine Palme. Ne? Es bringt ihn auf die Palme wie Alter. Die haben eine Palme. Es bringt ihn auf die Palme. Shindy, ich gehe bei dem Surenhohn zu weit und es bringt ihn auf die Palme. Wie Uber in Dubai. Das ist 2 Punkte, Digga. Das ist 2 Punkte. Bei dem Hurensohn zu weit und es bringt ihn auf die Palme wie Uber in Dubai. Du rufst die Polizei, du dreckiger Hurensohn. Ich stech dich ab und hab dabei 60er Ruhepuls. Ich bin also. Ich stech dich ab und hab dabei 60er Ruhepuls. Digga. Sialer Marokkaner Lambo-Fahrer und steh für die Medien im Aus. Ruhepuls. Ich bin asozialer Marokkaner Lambo-Fahrer und steh für die Medien im Aus wie Sandro Wagner Mütter. Ich steh für die Medien im Aus. Wie Sandro Wagner, also Sandro Wagner, ich feiere den Typ übrigens, by the way, sehr. Sandro Wagner, Fußballspieler gewesen, danach der Zone-Kommentator nebenbei in irgendwie der dritten Liga Fußballtrainer gewesen. Ich stehe für die Medien im Aus. Und dann Fußball wegen Kommentator oder was halt, ne? Weil er ein Kommentator war. Ich stehe für die Medien im Aus, so wie Sandro Wagner. Kann man auch schon einen Punkt für. Also hier sind, krass, wir haben die Hälfte vom Track, hier sind richtig gute Lines dabei teilweise. Weil er neben dem Platz moderiert. Sozialer Marokkaner Lambo-Fahrer und steh für die Medien im Aus wie Sandro Wagner. Mütter werden gefickt wie beim Oktoberfest. Bin ich der Ghost Rider, doch lass dein Motorrad brennen. Mütter werden gefickt wie beim Oktoberfest. Ja. Bin ich der Ghost Rider, doch lass dein Motorrad brennen. Oh, wow, der hat gute Lines hier drin, Digga. Mit Bogota Gang, sie bestimmt Grammpreise. Bogota? Marvin Diss! Ghost Rider, doch lass dein Motorrad brennen. Mit Bogota Gang, sie bestimmt Grammpreise. Tilo, deine Kette sieht aus wie Zahnseide. Keine Anzeige. Also die Tilo Diss ist hier, ich weiß nicht so, Digga. Deine Kette sieht aus wie Zahnseide. Hib die Jackie Gläser hoch wie morgens Alex oder Bones. Es wird exzessiv gekokst, jeder Influencer hoch postet Fashion Nova. Doch ihr Einkommen kommt von Sex mit Opas. Menschen töten ist ne große Sünde. Bist du lieber Leiche oder Todesschütze? Viele wollen. Ich muss Stopp drücken, irgendwas sagen. Besser als gar keine. Lieber eine Kette wie Zahnseide als gar keine Kette, Vater. Komm, flat! Ich mit meiner Krone schmücken, der einzige Gangster-Rapper ohne Rücken! Das ist die beste Stelle, Digga. Einzige ohne Rücken und der Grund, warum sich andere Rapper holen müssen. Bang, bang. Security die sind rot in Pfützen. Jetzt bist du auch ein Rapper ohne Rücken. Jetzt geht ab. Jetzt bist du und auch ein Rapper ohne Rücken. UFO kleidet sich als wäre Kanye verarme. Denn seine schwarzen Sandalen matchen der Nagellackfarbe. Weil ich ein Attentat plane mit Brüdern und Kumpels. Nicht KFC, doch haben noch paar Hühnchen zu rumpfen. Erfolg heißt für mich. Sehr naheliegend. Da gebe ich einen Punkt für. Er ist der Kanye für Arme. Sandalenfarbe. Brüder und Kumpels. Nicht KFC, doch noch ein paar Hühnchen zu rupfen. Brüder und Kumpels. An der Stelle, ich weiß, es ist sehr viel Moral heute vielleicht wieder drin. Und ich weiß, es nervt viele von euch. Ne? Viele können das nicht ab. Aber es gibt Dinge, die muss ich trotzdem machen. Und zwar, zieht euch bitte das rein. Es ist schwierig zu beschreiben. Zieht euch das bitte rein, okay? Geht zu Robert Mark Lehmann. Der macht jetzt Undercover, ist er unterwegs, jetzt hier in der Hühnerfarm oder wie man es auch immer nennt, ne? Und geht dann wohl auch noch, so wie ich es verstanden habe, in Schlachtbetriebe und so. Heimlich geht er da rein, filmt, ne? Lasst ein bisschen Liebe da. Geht da rein. Und ich will auch euch noch was sagen. Ich bin Fleischesser. Und ich esse gerne Fleisch. Alles.
Alles. Ich liebe Fleisch und ich esse gerne Fleisch und ich habe im Sommer viel gegrillt und ich merke aber, dass sich immer mehr bei mir nicht die... Gib die Kohle her! Die Lust auf, nicht die Lust auf Fleisch senkt oder der Hunger auf Fleisch senkt, sondern dass ich mein moralischer Kompass immer mehr davon wegbewegt. Weil es mir wichtiger ist, irgendwie kein Fleisch zu essen, als Fleisch zu essen und das irgendwie alles noch zu unterstützen, was da passiert. Hin und wieder. Und ich will euch hier gar nichts vorschreiben, ich will euch in gar keine Richtung lenken. Ich würde euch nur dazu gerne anregen, vielleicht mal euch hin und wieder ein paar Gedanken zu machen. Gerade wenn ihr vielleicht durch irgendwelche Supermarktkonzerne geht oder in Globus geht oder in Kaufland oder sonst was und diese wirklich 100 Meter langen Fleischtheken, 70 Meter Fleisch, 30 Meter Wurst und hast du nicht gesehen. Und einfach stellt euch, das ist für viele ganz fern, wenn ihr da einfach drauf scheißt und einfach denkt, ey, mir ist alles egal, solange ich meinen Schnitzel auf dem Teller hab, ne? Ist okay, so bin ich auch noch, größtenteils, aber nicht mehr voll und ganz. Und macht euch einfach mal klar, wie viel Leben dort liegt. Wie viel Leben dort liegt, wie viel Seelen, wie viel Familien, wie viel sonst was dort liegt, nur damit wir uns einen schönen Nachmittag im Garten mit einem Grill machen können. Diese Gedanken habe ich manchmal und das wollte ich gerade einfach mal kurz wieder loswerden. Und Robert Mark Lehmann macht es mir echt schwer. Diesen Trailer, guckt euch einfach den Trailer gerne mal an. Da geht er, das ist der Trailer, wo er in die Schlachtbetriebe geht und wenn es dann da zu den Schweinen kommt, ne, ich meine, ich will nicht sagen, ein Tier ist wichtiger als das andere. Bei Schweinen kommt halt dazu, das ist irgendwie, ich weiß nicht, man hat irgendwie für größere Tiere, hat man da irgendwie mehr Empathie, so dumm das auch klingt. Natürlich habe ich auch für kleine Tiere Empathie, aber ob da jetzt eine Ameise oder eine Kuh steht, ist halt für mich ein Unterschied, auch wenn du es ganz genau genommen halt nicht differenzieren dürftest. Aber bei Schweinen ist auch einfach noch bekannt, dass Schweine sehr familiäre Tiere sind, sehr soziale Tiere, ein sehr, auch intelligente Tiere sind. Und den Schweinen werden hier halt, wie du siehst, die noch nicht fertig gebärenden Ferkel aus der Gebärmutter gerissen, sofort weggenommen. Manche werden weggeschmissen, weil sie dabei sterben. Ich sehe hier nicht den Landwirt. Ich mache den Systemvorwurf und da sind alle beteiligt. Wenn ihr harte Nerven habt, zieht euch das gerne mal rein. Ich KFC, doch haben noch paar Hühnchen zu rupfen. Erfolg heißt für mich nicht Gold zu gehen, sondern dass ich dich in dem Rollstuhl sehe. Du kannst. Wie asozial, Digga. Alle, darf ich darüber lachen oder ist asozial? Alle, Digga, was eine asoziale Line, Digga. Pff. 100 Mal mich nicht Gold zu gehen, sondern dass ich dich in dem Rollstuhl sehe. Du kannst mich 100 Mal erwähnen, doch du kriegst kein Heim. Wer dich Hurensohn nicht Hurensohn nennt, ist mein Feind. Das sind aber, das ist wirklich so von den Lines her, das geht sahnt richtig ab, der kriegt richtig viele Punkte hier, weil da sind wirklich Lines dabei, die scheppern richtig hart rein, Digga. Wer die Schuhe nennt, ist mein Feind. Geht in Sicherheit, ihr werdet auf meinem Album begraben. Ich hab ne Alkoholfahne, sitze im Lambo mit Schafe auf Frankfurter Straßen. Nachts um 10 kannst du mich mit Arschraff sehen. Gassi gehen, denn eure Kacke. Ich würde mir aber wünschen, dass es nicht sehr oft, also die Disses sind oft sehr gleich. Das ist ja auch das, warum ich bei PA Sports gesagt hat, als er gesagt hat, wenn ich will, kann ich euch beide an die Leine nehmen. Farid Bang hat doch auch schon auf Ave Maria gerappt, wenn ich mit Bushido rausgehe, ist es dann Gassi gehen. Und dieses Hund, ich mach dich zum Hund, ne? Oder Tilo war halt lustig, als er gesagt hat, er trinkt Codein aus dem Hundenapf, deswegen ist es ein bisschen... innovativ, aber immer nur einfach nur zu sagen, so, du triffst mich nachts um 10 mit ihm Gassi gehen. Das ist halt schon so hart tot gehört, Dicke. Das ist halt so, das finde ich halt ein bisschen so, ja. Straßen, nachts um 10, kannst du mich mit Arschraff sehen, Gassi gehen, denn eure Kack-CDs und die Streaming-Zahlen sind unterirdisch, wie Tiefgaragen, ah. CDs und die Streaming. Gebe ich keinen Punkt für. Ich will es nicht, ich will es nicht schon wieder meckern und so. Man kann ja auch Zeilen einfach mal laufen lassen, so, ne? Aber das ist auch keine krasse Line halt. Zahlen sind unterirdisch. Wie unterirdisch? Tiefgaragen, ah. Mutterficker, ich mach Major Business. Ihr seid Fotzen mit Glatze wie Jada Pinkett, ah. Töten ist ne Gru- Wir, ihr seid.
mit Glatze. Major Business, ihr seid Fotzen mit Glatze wie Jada Pinkett. Ah. Jada Pinkett ist die, muss er aufpassen, das kriegt er von Will Smith hier gleich eine Schelle gebrettert, Digga. Ist die Frau von Will Smith, oder? Töten ist eine große Sünde. Bist du lieber Leiche oder Todesschütze? JGG Diss. Viele wollen sich mit meiner Krone schmücken. Der einzige Gangster-Rapper ohne Rücken. Bang, bang. Der einzige ohne Rücken. Und der Grund, warum sich andere in den holen müssen. Bang, bang. Security sind in roten Pfützen. Jetzt bist du und auch ein Rapper ohne Rücken. Bis jetzt mit Abstand bester Track. Mit Abstand, Digga. Mit Abstand. Halt Abstand zur mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Komplett. Wo waren wir? Der Punisher. Der Punisher, Mois. Der Punisher? Da gab's mal diese eine geile Serie auf Netflix, glaube ich. Punisher. Die hab ich geguckt, Alter. Ich lieg mit deiner Mutter auf der Couch, Euros am Zählen, da kommt der Michi rein. Mich hat mein Boyfriend getickt. Schön, dass wir uns heute begegnen, wie läuft die Karriere? Da kommt der Michi rein. Der Michi rein. Mich hat mein Boyfriend getickt. Schön, dass wir uns heute begegnen, wie läuft die Karriere? Ich stell mich vor als Mamas neue Affäre, sie hatte erst kein Interesse. Er kommt jetzt mit Storytelling, das erinnert mich an das Kollega-Outro, an das Kollega-Kollega-Outro. Und deine Mom in der Küche mit Silikonimplantaten, Chilischoten zermahlend, Kidneybohnensalate verfeinernd. Denn sie kocht dem Boss in Schürze ein recht passables, würziges, extra scharfes, fürstliches Festtagsmahl. Stell mich vor als Mamas neue Affäre, sie hatte erst kein Interesse, wollte ein bisschen chatten. Und für mich war es an der Zeit für einen Imagewechsel, du wurdest wegen pinken Hemden als Kind gehänselt. Nennst dich Indy, der Mama wollte ich Cindy nennen. Ich finde, die Storyline ist jetzt nicht so krass innovativ, als zu sagen, ja, ich bin jetzt der neue Stiefvater von dir, so, ne, hi, Shindy, ne. Du kommst nachmittags back vom Pfadfindertreff und siehst mich mit deiner Mutter im Schlafzimmerbett, sagst hi, gehst in die Küche und hörst in der Regel dann, um das Gestöhne von nebenan zu übertönen, Kollege an. Und sie saugt wie an einem Longdrink Strohhalm. Ey, ich komm mit Knarren, denn ich stehe auf Knarren, wie die Frauen in dem Bond-Film vorspannen. Auch das, ey, es tut mir really leid. Es ist cool, ich höre da gerne zu. Es ist witzig, Farid, unterhaltsam so. Aber die Storyline ist auch schon so ein bisschen schon mal gehört. Aber ich muss eh mal wieder in Therapie. Hemden als Kind gehänselt, nennst dich Indy, der Mama wollte ich Cindy nennen. Die Regeln im Haus gilt es nicht zu brechen. Das heißt kein Alkohol mehr und kein Schinken essen. Deine Steuern werden wir zwei abzahlen. Bist du Schneemann oder wieso hast du Astame? Ich bin ein Stiefvater. Das ist witzig. Ey, geil, Schneemann-Zeilen, Digga. Ich bin ein Schneemann. Kohle zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Also war ein bisschen Schneemann oder warum haben dir damals Möhren reingesteckt? Bist du ein Schneemann oder warum hast du Astame? Da gebe ich für sowas, so Zeilen, die mich so auf Anhieb zum Lachen bringen, Digga, da gebe ich ohne Wenn und Aber Punkte für, Digga. Da ist kein Alkohol mehr und kein Schinken essen. Deine Steuern werden wir zwei abzahlen. Bist du ein Schneemann oder warum hast du Astarbe? Ich bin ein Stiefvater Rücken, Erla Malaka. Das heißt, ab jetzt zahlst du nie mehr Geld an Araber. Du haust ein Loch in die Wand. Du Fotze bist blank und neben dir ist 24 Tim, ein toxischer Mann. Ich erinnere mich. Du hast in die Lyrics gehen. 24 Tim. Ein YouTuber? Kenn ich nicht, Digga. Kenn ich nicht. Mich als nix in meinem Kühlschrank, wagen die Ace 24 Tim, ein toxischer Mann. Ich erinnere mich, als nix in meinem Kühlschrank war. Nada. Alles, was ich hörte, war tatütata. Bin wie Thor, weil meine Feinde Brüder waren. Ja. Die anderen sind nicht stärker, nur in Überzahl. Ich bin der Punisher, mein Logo ist ein Totenkopf. Rapper machen auf Drogen, Boss, doch holen Kopf. Einstieg von der Hook, voll geil. Dann wieder so ein bisschen nicht Silben, irgendwie nicht rund. Ich hab mein Logo ist ein Totenkopf. Rapper machen auf Drogen, Boss, doch holen Kopf. Ich verlasse niemals Räumlichkeiten ohne Glock. Ich bin der Punisher, mein Logo ist ein Totenkopf. Du siehst
mich im Phantom-Rollenschwanz so dick, dass ich mir nicht mehr wie ein Mensch vorkomme. Ich bin ein Schwanz sein, die ist lustig. Manchmal wach ich morgens auf mit einer Morgenlatte, die so groß ist, dass ich schon denke, ich müsste mir Sorgen machen. So der. Du siehst mich im Phantom-Rollenschwanz so dick, dass ich mir nicht mehr wie ein Mensch vorkomme. Ich bin als Mensch vollkommen, wir kommen in Bands, Kolonnen. Auf TikTok greifen mich mehr Hunde an als in Grenzkontrollen. UFO ritz nicht mit ein. Greifen mich mehr Hunde an als auf Grenzkontrollen, ja, ist auch ein Punkt. Ein Messer selbst den Arm und bittet auf einem Bett als in Grenzkontrollen. UFO ritz nicht mit einem Messer selbst den Arm und bittet auf einem Bett vergraben den Tempel an. Vor deinem Gebet trinkst du meist ein Glas Jackie pur. Dein Herr ist der Devil, wie die Marvel-Figur. Du machst Sex. Dein Herr ist der Devil. Trinkst du meist ein Glas Jackie pur. Dein Herr ist der Devil, wie die Marvel-Figur. Du der Devil ist der Teufel und der Devil wie die Marvel-Figur. Ich glaube, die habe ich gecheckt. Dein Herr ist der Devil. Oh, dein Herr ist der Devil. Wie die Marvel-Figur, das ist schon, also der Devil und dann auch noch halt der Devil. Es ist, er betet zu Satan und dein Herr ist der Devil wie die Marvel. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Sexrituale, das Jackie pur. Dein Herr ist der Devil, wie die Marvel-Figur. Du machst Sexrituale in SM-Lokalen. Man sieht dort auch Reptilien wie auf der Mexiko-Fahne. Ich stürme da rein. In SM-Lokalen. Man sieht dort auch Reptilien wie auf der Mexiko-Fahne. Man sieht dort Reptilien wie auf der Mexiko-Fahne. Ich stürme da rein, während ihr es zelebriert. Man sieht dort auch Reptilien wie auf der Mexiko-Fahne. Ich stürme da rein, während ihr es zelebriert. Und der Lindemann neben dir meditiert. Gesänge im Kreis, du im glänzenden Kleid. Ich ruf. Holt mich leider nicht ab, der Song. Für lauter Lauer war und beende den Scheiß. Ist das nicht ein Vogel? Ja, das ist auch ein Vogel, aber da sind auch Schlangen. Und Schlangen zählen ja zu Reptilien. Das ist ein Vogel, aber wenn ihr genau hinguckt, sind da auch Schlangen drauf. Aber hier, da, der Vogel hat ja Schlangen im Maul. Das ist eigentlich, daraus kannst du noch viel geilere Zeile machen. Der Vogel hat Schlangen im Maul. Hier, der hat doch da eine Schlange im Maul, oder bin ich blöd? Hier, zwei. Nee, eine Schlange. Dann wachst du auf voller Angst, Schweiß und Scherz. War ich eben auf einem Rammstein-Konzert? Wachst du auf voller Angst, Schweiß und Scherz. War ich eben auf einem Rammstein-Konzert? Alter Digga, ich bin nur hier, um Zeilen zu bewerten, so, ne? Ich lass, hin und wieder lasse ich mal die Moralkeule schwingen, so, ne? Hier bewerte ich jetzt einfach mal die Line, so, ne? Du wachst auf mit Angst, Schweiß und Schmerz und war ich eben auf einem Rammstein-Konzert? Ich will fast sagen, leider Gottes, aber es ist eine gute Line. Es ist eine gute Line, wenn du es so betrachtest. Erinnere mich, als nix in meinem Kühlschrank war. Nada. Alles, was ich hörte, war Tatütata. Bin wie Thor, weil meine Feinde Brüder waren. Ja. Die anderen sind nicht stärker, nur in Überzahl. Ich bin der Punisher, mein... Ich muss öfter Stopp drücken. Bongo ist ein Totenkopf. Rapper machen auf Drogen, Boss, doch holen Kopf. Ich verlasse niemals Räumlichkeiten ohne Glock. Ich bin der Punisher, mein Logo ist ein Totenkopf. Mein Logo ist ein Totenkopf. Ich bin der Punisher. Mein Leben ist ein Totenkopf. Mein Logo, nicht mein Leben. Ich geh grad zum Orthopäden. Er muss Zunge freier legen. Mois. Das war jetzt wieder nicht so geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Punkte für einen Punisher.